Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, in der letzten Folge haben wir schon einiges gemacht. Wir haben hier den Eingang jetzt versperrt, damit hier keiner mehr durchkommt und sie wirklich den Hauptdurchgang verwenden. Jetzt werden wir das jetzt zu einer Sicherheitszone erklären, weil ihr seht schon, die laufen hinten raus und gehen dann hier rein wieder. Also ein ganz, ganz komischer Weg. Sie sollen das gescheit machen und deswegen soll das zu einer Sicherheitszone erklärt werden, in der sie dann das Gepäck abholen können. Deswegen hier Gepäck und dann, wo ist es denn? Sicherheitszone. Macht hier draus eine Sicherheitszone. Dann braucht man natürlich dementsprechend eine Übersprungung in der Hauptleitung des Flughafens, hat zu einem Ausfall der gesamten IT-Infrastruktur geführt. Normalerweise fahren die Geräte also wieder von selbst hoch, aber zu was? Jo, aber beschleunigte des Prozess kann einer Techniker diesen reparieren. Was? Fahren die Geräte anschließend von selbst wieder hoch, aber zur Beschleunigung des Prozesses kann ein Techniker dies reparieren. 20% schon gelöst, ja okay, das geht ja relativ flott, wie scheint. Dann ist das Problem ja relativ gleich gelöst. Techniker sollten wir genug auf dem Gebiet haben. Die ganzen Maschinen sind halt gerade ausgefallen und sowas, aber irgendwie scheint es ja trotzdem zu laufen. Passkontrolle. Ist das dann für einen internationalen Raum oder was? Oh, holy shit. Ich sehe schon, das wird schon sehr noch interessant. Wir tun den Sicherheitszonenbereich noch eins nach vorne setzen. Und dann kommt hier genau rein, das da. Dann passt es ganz gut. Wir reißen die zwei ab, weil die stehen hier ganz schön im Weg. Okay, jetzt ist das System scheint gerade irgendwie Probleme zu machen. Ich habe hier viel Blödsinn gerade gemacht. Hups. Die Systeme sind wieder hochgefahren, Leute. Alles gut. Das Problem, keiner weiß, wohin soll. Und kein Mitarbeiter hat die Information besetzt. Kann das für einen internationalen Raum eigentlich verwendet werden? Flugverkehrtyps Inlandsgebiet. Also kein Problem. Rein theoretisch können wir dann hier oben eine Passkontrolle noch einbauen, wo sie durch müssen. Dann wird das hier ein Interkontinentalgebiet oder was auch immer. Das ist mir auch gerade erst aufgefallen. Das ist... automatische Passkontrolle? Ne, wir machen das schön auch in der Händische rein. Reisende mit internationalen Flügen müssen die Passkontrolle durchlaufen, damit der Reisepass kontrolliert und die Reiseerlaubnis geprüft werden kann. Muss an eine internationale Zone anliegen. Dann wird das eine internationale Zone später. Muss ich innerhalb einer Sicherheitszone befinden. Oh, ist schön immer. Was ich aber auch sagen würde, damit unsere Bauerplätze mal wieder ein bisschen schneller vorankriegen. Wir haben ja Bauarbeiter und aktuell glaube ich, wie lange wir denn auf dem Betrieb, aktuell auf dem Bauort. Wir setzen die maximalen mal ein. Bringen uns mal Mitarbeiter. Dann sollte hier ein bisschen schneller der Bau vorangehen. Vor allem, ich glaube, die da unten warten immer noch drauf, dass sie durchkommen. Ah, langsam geht's. Es hat nur alles kurz gedauert. So. Jetzt werden nicht die Wände abgerissen, die hier zwischen sind, dann wird es nicht alles eine große Gepäckband. Ein großes Gepäckbandgebiet. Mayday, Mayday. Gewichtsklasse mittelgroß. Vogelschaden. Akzeptieren. Ah, oh, wo soll ich den jetzt einsetzen? In den nächsten 30 Minuten muss das passieren, ne? Warte mal. Da muss ich leider dich annullieren, wie scheint. Ich bin schlau, ich habe das Falsche genau annulliert. Dann wird der Flight hier annulliert. Kann diese Parkposition kein Flugzeug zuordnen? Was bist denn? Du bist ein großes Flugzeug?
Welcher Flugzeugtyp bist du? Kann diese Paxun... Paxun ist durch einen verspäteten Flug belegt. Wollt ihr mich verarschen? Flug annullieren? Ja. Jetzt hat... Ich habe jetzt drei Flüge annulliert. Für was? Für nichts. Oh, ich bin schon schlau. So, wo ist die Feuerwehr, die ausrückt? Kaum fährt sie durch den Tunnel, hat sie nicht mehr das Blaulicht an, aha. Und jetzt wird sie auf die Parkposition gefahren, oder? Es leckt aber gerade ein bisschen. Heieiei. Ah, Passagiere werden aussteigen müssen. Haben wir es hier mittlerweile geschafft? Nein, haben wir nicht. Haben wir es hier geschafft? Scheint so. Auf jeden Fall bin ich hier sehr zufrieden gerade. So, hier unten wird auch abgebaut. Schaut auch so aus, als ob wir langsam hier vorankommen würden. Wir machen auch gut Schnotter, wie es ja so schön heißt, langsam. Wir waren gerade dabei, positiv zu werden, also weiß ich nicht, ob man es zählen kann oder nicht, aber wir sind gut dabei. Das kannst du keiner erzählen, dass wir es nicht dabei wären, echt gut zu machen hier langsam. Zack, hier wird alles eingetankt, vollgetankt. Also jetzt schon wieder positiv. Wir machen echt gut Schotter mittlerweile, das ist echt gut. Das ist hier wieder ein Gepäckausgabegebiet. Wenn wir drunter schauen. Schon hier ist viel los. Ich muss jetzt mal schauen, weil ich muss. Am besten lasse ich nämlich hier in der Mitte das Gepäckband durchlaufen, beziehungsweise schicke ich das hier rauf. Das muss ich jetzt mal gucken. Wo ist denn hier die Mitte? Lassen wir uns mal. Ich würde gerne hier ausmessen. Ach schon, das muss ich auch als Sicherheitszone gebeten. Eieieiei. Ist ja eine große Sicherheitszone mittlerweile. Kann ich das so aufteilen, dass ich hier das Ganze wirklich schick machen kann? Schau mal. Von hier drüben bis hier sind es 51 Meter. Bedeutet auf jeder Seite 25. Das sind 25. Bedeutet, hier ist die Mitte. Gut, das konnte ich mir natürlich super markieren. Machen wir das gleich mit einem Gepäckband Stufe 2. So kann ich nicht messen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie kriege ich das am besten raus? Das sind 60 kostet ein Stück, ne? Das sind 600. Bedeutet, wir müssten bei 1000, 12.000. 12.000. Ne, warte mal. 15.000 müsste dann. Die Hälfte sein, genau. Bedeutet, das muss hier. So laufen. Kann ich das noch umdrehen? Ist ja eh gerade nur ein Versuch. Man muss ungefähr gucken, wo man ja was macht. Wenn wir jetzt sagen, Gepäckband, hier die Richtung, dann gucken wir hier mal ran. Eins runter. Wer pinkelt hier? Geht immer gar nicht. Dann hätte ich gerne, dass das Paketband nach oben geht. Dann schauen wir mal. Rotate natürlich. Dann machen wir das hier so. Dann muss hier so ein Sortierband rein.
dann dementsprechend. Wo ist es wieder? Packbänder. Haben wir jetzt hier oben auch wieder Gepäckbänder? So. Setzen wir es bis fast ganz hinten durch. Und was mir wichtig ist, ich will nicht, dass da Leute dann über die Bänder drüber gehen. Das schaut mir blöd aus. Das schaut mir beschissen aus. Das finde ich schon bei den Verladungen blöd. Deswegen werden hier Wände drum gesetzt. Und nur da, wo das Band durchgeht, kommt dann sozusagen eins hin. Schon wieder! Aha! Doch ein verspätetes Flugzeug. Ich kann diese Parkposition nicht verwenden. Verspätetes Flugzeug. Small Aircraft Stand 4. Small Aircraft Stand 4. Flug sofort abbrechen. Abfertigung abbrechen, so. Nein, nicht mehr, es geht doch eh schon weg. Bestätigen, nimm das Ding jetzt an. Das kann doch nicht sein, dass der Spiegel überfordert. So, wo ist der Notwagen? Der wartet schon gespannt auf seinen Einsatz, wie scheint. Was wir unbedingt mal machen müssen. Es gibt ja die Straßen hier. Wo haben wir es denn? Flugfeldstraßen. Ich hätte gerne, dass wir hier vorne ein paar haben. Falls es halt wirklich wieder sowas ist wie jetzt gerade eben, können die da einfach rüberfahren. So, wir haben jetzt so viele Gepäckausgaben schon. Designen wir mal noch eine. Die Frage ist, wollen wir die langsam hinnehmen? Ich würde schon sagen, weil hier geht es ja nicht um Geschwindigkeit, sondern dass jeder sein, ja, sein Gerät oder seine Reste findet. Bedeutet, hier sollte es jetzt ein Gepäckband geben. Warum fährt das so rum? Achso, weil hier fehlt noch ein Sortierband. Abreißen bitte. Na, die warten natürlich jetzt alle auf ihr Gepäck. Schauen wir uns jetzt alles noch an. Alter, schau mal, wie schön, schon wieder ein Plus. Ach, die nutzen das so. Die nehmen das sogar an. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das ist genauso beschissen wie davor. Ah, das gibt's doch gar nicht. Warum habe ich hier nochmal dicht gemacht? Ah ja, weil das sozusagen ein Gepäckbereich ist. Wurde erledigt. Perfekt. Kriegen wir einen Bericht wieder für.
Den nächsten Fall haben wir auch schon wieder vorliegen. Das ist natürlich auch wieder eine Sache, ganz viele Berichte vorlegen und bla bla bla. Aber mit dem Platz sollten dann die Notfallfahrzeuge bis hier vorfahren können. Und hoffentlich rechtzeitig auf die Sachen warten, auf die sie so begierig sind. Dann tun wir jetzt hier das Sortierband einsetzen. Und dann kommt hier jetzt so ein Band rein. Man darf natürlich jetzt nicht verwechseln, hier kommt natürlich wieder so ein Band hin auch. Ich mache das mal eher ein bisschen länger. So. Und dann sollte das schon passen. Dasselbe tun wir dann hier drüben nochmal hinkopieren. Weil ich glaube, ich kann jetzt einfach kopieren. So quasi. Perfekt. Und dann schauen wir uns das Ganze noch ein bisschen weiter an. Wie gesagt, wir können das jetzt einfach mal anschauen. Und ein bisschen rumbasteln. Ich hätte gern, dass daneben zwei jeweils frei ist. Ist ja hier sozusagen auch. Was wir jetzt machen ist... Hört sich vielleicht dumm an, aber... Wir reißen das Ganze nochmal ab, weil dann können wir das viel besser planen. Für da drüben kopiere ich mir jetzt das Ganze sozusagen nochmal. Ich muss gucken, wenn hier ein Durchgang ist, dann habe ich jetzt hier 4 nach vorne. Das nochmal abreißen. Und dann hier nochmal eins weg. So. Dann tun wir da das Band einsetzen, weil dann können wir das einfach kopieren. Und machen so ein viel einfacheres Leben. So, warte mal, Paketband. So. Dann gehen wir wieder in den Kopiermodus. In den schönen, schönen Kopiermodus. Und kopieren das Ganze. So, dann schauen wir mal, dann tun wir das hier wieder. Also ich bin jetzt gerade verwirrt, in welche Richtung dreht sich das denn? So, okay, das muss ich einmal rotieren. Und dann so rum. Dann bauen sie das hier fertig und weiter. Und dann können wir hier wieder... Ah, da habe ich eins zu viel weggerissen, schau an. Eins zu viel weg. Haben sie wieder hier zwei Platz. Und dann kopieren wir das, haben wir immer 4 Platz neben den verschiedenen Abteilungen dann sozusagen. Dann sollte das Ganze schon ganz gut passen. Das Problem ist, ich muss das Ganze jetzt eigentlich nochmal doppelt machen, weil sonst habe ich dieses blöde Ding auch hier drin. Denke ich mal. Und das wäre ja auch nicht unbedingt das Ziel hinter dem Ganzen. Wie schaut es eigentlich mittlerweile hier unten aus? Oh, okay. Das würde ja soweit schon mal ganz gut ausschauen. Ja, das wird auch schon. Es wird, würde ich mal sagen. Es wird noch dauern, bis sie die ganzen Wände platziert haben und den ganzen Blödsinn. Aber das kriegen sie noch hin. Das dauert einfach seine Zeit. Dann ist das auch fertig. Dann können wir wieder neue Flugplätze einrichten und dann ist das Geld auch um einiges besser zu handeln in dem Fall. So, jetzt schauen wir mal. Die Gepäcksflächen stehen schon mal ganz gut da. Jetzt tun wir hier noch dementsprechend wieder Boden rein. In der Mitte würde ich wieder gerne grau drin haben. Beziehungsweise um das ganze Ding rum. Dann
außenrum wieder Parkett. Dann können die da schön rumlaufen. So. Dann wären das noch unsere neuen Gepäckbänder, die dann das Ganze hier durchführen. Ein bisschen komplizierter, ein bisschen größer, aber ist doch auch nicht schlecht. Und wenn wir jetzt hier auf Kopiermodus gehen, sagen wir wollen das Ganze kopieren. Dann muss ich jetzt erstmal ein paar Sachen löschen, wie das und das hier, damit das passt. Und dann natürlich die dementsprechenden fehlenden Teile wieder einsetzen. Weil das natürlich nicht ganz richtig ist, wie das hier gemacht wurde. So. Dann brauchen wir wieder Gepäckband. Hochgeschwindigkeit, zack, eingesetzt. Und schon haben wir 6 Stück, das Doppelte von dem hier. Klar schauen die jetzt ein bisschen anders aus, aber die sind auch ja für größere Zwecke, nennen wir es so. Dann machen wir dasselbe noch mit der anderen Seite. Wir gehen hier wieder in den Kopiermodus, kopieren den ganzen Bereich hier. Nehmen uns direkt das Bauwerkzeug, entfernen die unnötigen Teile und holen uns die Teile, die wir benötigen. Hier wieder schönes Gepäckband. Und dann können wir, ich glaube, hier ist es relativ schlau, wenn wir wie folgt vorgehen für den Boden. Als erstes den Parkett drüber ziehen. Dasselbe machen wir hier drüben. Und dann wählen wir uns den Teppich aus und setzen den hier ein. So, und dann haben wir jetzt schon 8. Und das auf eine relativ flotte Art. Dann tun wir jetzt jeweils 2 noch links, rechts machen. Und dann tun wir 4 drüben dem Flughafen oder dem den Terminal zuweisen. Den Rest mal den anderen Sachen und dann sollten wir dementsprechend gut vorankommen. Die Straße über den Flughafen, was wird das denn? Da will doch keiner abbiegen. Ist das noch von früher? Scheint so. Na, die Preise steigen schon gut. Zack, Essen wird reingepumpt. Jetzt muss nur noch ein Flugzeug starten, dann haben wir das Instant wieder alles weg. Aber schauen wir, wie das ganze Geld hier hin und her fliegt. Wahnsinn. Wie schaut es hier oben aus? Die sind leider immer noch nicht zufrieden mit ihren Mengen an Verkäufen. Die sind super zufrieden. 161, holy shit. Ja, ihr macht gut Umsatz. Ihr leider nicht unbedingt das, was ihr wollt, und ihr macht um 0 Uhr zu, also in 2,5 Stunden. Ich glaube nicht, dass wir die lange behalten werden und dann stattdessen einen anderen Kollegen einsetzen müssen, der das Ganze da oben dann übernimmt. Die Läden hier unten machen auf 500.000! Ja klar, sicher, hat der schon Umsatz gemacht, Wahnsinn, der 260.000. Die machen schon gut Umsätze. Die machen richtig gute Umsätze, wie scheint. So, jetzt kann ich dir einstellen, ne? Zum Ziel, vorwärts links, vorwärts rechts, links rechts, vorwärts. Und da kann man ihm sozusagen sagen, wohin er fahren soll. Gut. Jetzt gehe ich nochmal hier in den Kopiermodus. Nehme das Ganze. Kopiere das einmal, kopiere das zweimal. Dann mache ich dasselbe hier drüben nochmal. Kopiere mir das Ganze einmal, zweimal. Dann richten wir den Parkett her. Auf beiden Seiten. So. Dann den schönen schwarzen Teppich, der hier drunter kommt. Das wird schon noch was ganz, ganz Feines.
Was ich mir jetzt noch gedacht habe, um das Ganze noch ein bisschen abzurunden, könnten wir doch hier einfach noch so ein Heckending rein. Wir haben doch dieses... Wo ist denn das? Das ist nicht fertige Hecke. Hier, die hier. So reinsetzen und dann... Das hier draußen. Dann nehmen wir noch hier so eins, vielleicht zwei Pflanzerl. Und dann nehmen wir hier den Kopiermodus. Kopieren das Ganze und setzen das in jedes von den Dingern rein. Weil dann kommen sie auch nicht in die Mitte rein. Dann wird das natürlich noch ein bisschen größerer Aufwand. Ich glaube, es gibt dem Ganzen noch einen ganz anderen Flavor, wenn hier mehr Pflanzen, mehr Grünzeug einfach drin ist. Und vor allem, teilweise laufen die auch mitten hier in die Bänder rein, was ich irgendwie voll... In welchem Flughafen habt ihr gesehen, dass die Leute auf die Bänder laufen? In keinem. Bei uns machen sie es ja zwischendurch, um ihre Dinger zu holen und dann laufen wir mitten rein. Will ich nicht. Deswegen tue ich die Bänder hier in die Mitte rein, dann werden sie das hoffentlich gar nicht durchführen. So, jetzt haben wir insgesamt 16 Plätze zum Zuweisen. Die äußeren 4 hier werden gleich mal dem Kleinen hier zugeordnet. Beziehungsweise ich würde mal sagen, die 6 werden zugeordnet. Dann die mittleren 4 werden dem Terminal, oder die ganzen restlichen werden mal dem Terminal hier zugewiesen. Weil wie viel sind das? Vielleicht dann sind das hier... Nur 10 Stück. Das sollte fürs Erste gleich mal reichen. Alles dauert eh wieder, bis das dann fertig ist. Oh, schauen. Hier ist es schon so weit, dass wir dann bald hier öffnen können. Auch nicht schlecht. Geben wir doch nur die Anweisung schon, hier oben die Wände rauszureißen. Damit wir dann vorbereiten können, des nächsten Terminals. Wir müssen dann eben nochmal das Ganze anschauen mit den Terminals und Bipapo. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ich finde die Sitzbereiche aber ganz cool jetzt. Rechtsklick, um benutzerdefinierte Einstellungen einzustellen. Okay. Wie schaut es mit dir aus? Du bist wieder super happy, glaube ich. Der hat geschlossen irgendwie. Wie viel ist denn? Ach, 9 Uhr, der hat geschlossen. Ah, weil wir keinen Vertrag mehr haben. Ha, 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 ha. Reißen wir die zweimal schnell ab. Haben wir kurz einen Baumeister hier? Ich muss die dann so rumplatzieren. Dankeschön. Dankeschön. Könnt ihr die schnell aufstellen auch? Nur das Paket hinstellen bringt sich nichts. Ja genau, du musst es schon verarbeiten auch. Die laufen gleich alle hier rüber zu unserem neuen Paketsystem auch. So, wie schaut es mit unserem Geld aus? Ja, ich denke, das schaut ganz gut aus. Wir können mal gucken, wie unser Flugplaner sich schlägt. Also irgendwie, es ist so viel frei noch. Und ich sehe nur, wie die Pläne leerer werden. Vielleicht tut er aber auch nur Tag für Tag planen oder jeden Tag im Voraus. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es noch nicht so ganz, habe ich das Gefühl. Ich sehe bloß, dass unser schöner Plan hier gut aufgeht und es echt schick ausschaut. Es macht was her mit den Pflanzen. Und ich glaube, das wird auch das Wohlbefinden der Besucher um einige steigern. So. Jetzt haben wir das Ganze hier umgebaut. Jetzt können wir wen suchen, der für die hier zuständig ist. Wie viele Verkäufe willst du haben? Du willst wieder deine 190. 220, 35... Wie viel hat uns der denn gebracht? Der Power hat 600 Miete gezahlt schon. Was ist bei dem hier noch falsch? Er braucht 7. Keine 7 Regale, sondern 9 will der haben, der Turner. Will aber auch, wie viele Verkäufe? Ne, der Turner würde passen. Traveler Shop. Ah, wir nehmen diesen Turner jetzt hier. Unterzeichnen. Die sind froh, wenn sie sowas kriegen. Ah, schau mal an, wie voll das Ding wird hier. Das können wir gleich nochmal weiter kopieren oder hier oben nochmal bauen. Das ist mega geil.
Und das macht auch was her, finde ich einfach. Also das schaut schon schick aus. So, wo bleiben eure Verkäufer eigentlich hier? Da, jetzt hat eröffnet der neue Laden. Verkauft mal. Die Leute sind interessiert an eurem Zeug. Was habt ihr da? Zeitschriften, 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 wie es ausschaut. Also ich glaube, die 35 erreichen die relativ flott. Da, 35 haben wir schon. Zack, alles drin. 41. Schaffen wir noch das Doppelte? Dann bin ich zufrieden für den heutigen Tag. 50. Wir brauchen 70 Verkäufe, Leute. 70, das schafft ihr schon noch. Wie viel hat der heute schon? 119. Und es ist erst 18 Uhr, der hat noch lange offen, der Laden. Ja, du musst gleich erstmal die Gebiete auch so ein bisschen wohlbefindlich designen, damit die Leute freiwillig hingehen. Damit es dann passiert und alles. Wie gesagt, schaut euch mal das an. Warum bauen die das nicht? Kommen die jetzt nicht mehr hin oder was? Ich hoffe, dass die das nicht falsch machen, sonst muss ich immer wieder das aufreißen. Das wird beschissen. Wenn ich zwischendurch bestimmte Sachen wieder aufreißen müsste oder sowas, das hätte ich jetzt gar keine Lust drauf. Aber es macht schon was her, also Wahnsinn. Es schaut schon schick aus mit den bunten Pflanzen und allem drum und dran. Wie gesagt, hier müsste ich auch mal weiter wahrscheinlich was designen. Der Laden macht sich auch super. Wie geht's ihm hier unten? 179, was will man mehr sagen? Wir haben es doppelt am ersten Tag gemacht. Er macht jetzt nicht die größten Erlöse für uns, weil schon im Gegensatz zu dem Ladenbereich Kaffee Acrobatics hier, der mit 100, der uns hier natürlich richtig Verkäufe reinbringt. Aber es ist auch sein erster Tag. Und ich mag sagen, dafür, dass er am Abend angefangen hat zu verkaufen und jetzt 21 Uhr ist, hat er schon fast 100 Verkäufe gemacht. Das ist respektabel. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir hoffentlich auf der Seite die ersten zwei Terminals eröffnen können, um mehr Flugzeuge anzulocken. Also, bis dann. Ciao.